Streiks im öffentlichen Nahverkehr sind aktuell ein sehr wichtiges Thema, denn sie betreffen fast alle Menschen in Deutschland. Viele haben dadurch Schwierigkeiten, zur Arbeit oder zur Schule zu kommen. Mich hat interessiert, was die Menschen in Münster über die Streiks denken und auf welche Alternativen sie zurückgegriffen haben, um an ihr Ziel zu gelangen. Deshalb bin ich auf die Straße gegangen und habe mal bei ein paar Leuten nachgefragt. Was halten Sie von den Streiks? Ich finde die Streiks völlig unangemessen. Ich finde, dass die Forderungen überzogen sind und ich finde vor allem die Art und Weise, praktisch für 2 Tage den ganzen öffentlichen Nahverkehr und auch Fernverkehr flach zu legen und lahm zu legen, finde ich unangemessen. Die Streiks sind wichtig, um einen Punkt zu setzen oder ein Ausrufezeichen besser gesagt. Denn es kann nicht sein, dass viele Arbeitnehmer zumeist einstecken müssen und aber im Gegenzug sehen, dass die Arbeitgeber immer mehr Gewinne machen. Und deswegen kann ich es gut verstehen. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Ich kann es verstehen, dass die Leute auf die Straße gehen und unzufrieden sind und mehr Geld wollen. Und ja, ich finde halt, man muss die Gesellschaft auch irgendwie auf diese Missstände aufmerksam machen. Ne? Die kriegen seit Jahren zu wenig Geld für wirklich Arbeit, die auch nicht ganz so easy ist. Und ich finde, ja, in irgendeiner Form muss man ja dafür einstehen. Wir selber sind Friseure, wir hatten nie die Chance zu streiken, richtig? Ja. Obwohl wir auch finden, dass im Handwerk noch deutlich mehr Geld gezahlt werden kann. Dementsprechend, wenn man die Chance dafür kriegt, warum nicht? Klar. Können Sie verstehen, warum diese Leute streiken? Ja, kann ich. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hätten wir genauso gemacht, wenn wir es gekonnt hätten. Ja, natürlich kann ich das verstehen, dass die Ziele, dass man mehr Geld bekommt und so weiter, die sind ja, die sind für jeden nachvollziehbar. Aber ich fand die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht gegeben. Inwiefern sind Sie von dem Streik betroffen? Also ich persönlich gerade nicht. Ich bin in Elternzeit und zu Hause und habe auch ein Auto und muss nicht Bahn fahren. Und ja, also ich kriege da nicht viel von mit. Ich habe einen Dad, der arbeitet bei der Deutschen Bahn. Dementsprechend bin ich da natürlich in irgendeiner Form näher dran und kann auch verstehen, dass zum Beispiel die Mitarbeiter wie er da jetzt auch deutlich mehr zu tun haben drumherum. Aber persönlich bin ich jetzt in dem Sinne nicht betroffen, da ich Gott sei Dank sehr stadtnah wohne und alles auch mit dem Rad erledigen kann. Ich hätte am Montag mit dem Zug von Bayern nach Nordrhein-Westfalen fahren wollen und dieser Zug ist ausgefallen. Das heißt, ich musste den Tag vorher fahren, habe dadurch ein schönes Konzert verpasst und von daher natürlich schon auch Kosten gehabt. Ich bin hier in Nordrhein-Westfalen, bin Seniorin und hatte gar nicht die Absicht, irgendein Verkehrsmittel zu benutzen. Und demzufolge hat es mich nicht betroffen. Oh. Gerade heute bin ich aus Bochum herkommen müssen, wegen eines Arzttermins. Und dementsprechend habe ich das schon gemerkt, dass auch diese Ausläufer am nächsten Tag zu spüren waren. Gestern, da war natürlich nichts los gewesen. Man kam nicht von A nach B oder geschweige denn bei uns in die Stadt, also in Bochum. Und dementsprechend habe ich das schon sehr, sehr deutlich gespürt. Denken Sie, dass die Streikenden besser bezahlt werden sollten? Ja. Definitiv. Definitiv. Also auch der Mindestlohn, den wir jetzt gerade haben, der ist ein Witz. Wenn wir mal einfach die Kosten und die Inflation rechnen, ist der Mindestlohn, den wir haben, einfach ein Witz. Ach, das ist so eine Sache. Was denken wir darüber? Ja klar, also ich denke schon, normale Gehaltsverhandlungen und Lohnverhandlungen gibt es immer. Und die Gewerkschaften sind in diesem Moment anscheinend wirklich, da sie sich zusammengetan haben, unendlich stark und nutzen das sehr aus. Also grundsätzlich ist das ja nichts Schlimmes, mehr Geld zu verlangen. Wer tut es nicht? Das würden Sie gerne tun und das würde natürlich ich auch gerne tun. Aber es geht immer um eine Verhältnismäßigkeit. Und ich denke, die gilt es zu wahren. Natürlich, ja. Sonst würden Sie wahrscheinlich diesen Weg auch nicht gehen. Auf welche Alternativen sind Sie umgestiegen? Fahrrad. Ja, also ich musste ja nicht umsteigen, aber genau. Man weiß es ja früh genug, die kündigen das ja früh genug an. Und dann kann man ja gucken, wie man zur Arbeit geht. Ich habe jetzt mitbekommen, dass ein paar Montag im Homeoffice waren. Also ich denke, Alternativen gibt es, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ich bin halt einen Tag früher mit dem Zug gekommen und habe dadurch zu Hause auf was verzichtet. Aber
bin dann am Sonntag ganz gut hier angekommen. Also bei mir in Bochum gehe ich zu Fuß. Also ich kann die Bahn, die mich zur Innenstadt verbindet, ganz gut mit, also fußläufig verbinden. Das sind zwar 40 Minuten, aber die muss ich dann auf mich nehmen. Naja, und Fahrrad, ansonsten Auto ist dann die andere Alternative, genau. Aber ich versuche so umweltfreundlich wie möglich zu sein. Insgesamt konnte man feststellen, dass die Mehrheit der Befragten die Streiks nachvollziehen konnte. Es gab jedoch auch Menschen, die diesen Weg nicht für die richtige Lösung gehalten haben. Alle Leute haben jedoch Alternativen gefunden, um ihr Ziel trotz der Einschränkungen zu erreichen.